So, hier sind wir wieder bei Play Sample und weiter geht's mit Bikini Bottom und die Mall. So, ich habe jetzt hier Autos hingebaut, die ich euch natürlich in der letzten Folge gezeigt habe, wie man die baut. Und dann sieht es so aus. Ich habe jetzt hier 5 Stück, hier auch 5 Stück. Also 10 Autos, damit der Park das ein bisschen voll ist. Verschiedene. Hotdog hat mir geholfen, hat auch ein paar rumgebastelt hier. Hat auch ein paar. Das ist seine. Hier hat er eingebaut, da. Das ist meiner. Ja, ne, das ist hier seiner. Das ist meiner Meinung nach. Das ist seiner, das ist seiner. Das war seiner. So, hat jeder seine Kreativität freien Lauf gelassen. Aber was ich vergessen habe, die Boote habe ich ja vorher noch ein bisschen länger gemacht. Hier habe ich es jetzt geändert. Da habe ich es noch nicht geändert und wollte ich mit euch zusammen machen. Das heißt, wir machen das so, dass das hier ein bisschen länger ist, das Boot. Das ist hier rot. Das war jetzt hier. Kann man sagen, ein Zweier haben. So ein Zweier und dann ein Einer erst. So, dass es ein bisschen noch länger vorne ist, dann wirkt das noch ein bisschen wie so ein Bötchen. Weil das andere ist noch ein bisschen zu schmal gewesen. Ich habe es geändert. Dann sah das so aus wie so eine Sardinenbüchse. Das ist ein bisschen klein. So sieht das ein bisschen noch ein bisschen länglicher aus. Hier haben wir die immer hinten ein bisschen länger gezogen. Länger gezogen, was ist in Deutsch wieder? Länger gezogen und je nachdem. Dann haben wir jetzt hier einen Zaun hingemacht. Da so ein, wer ist das, ein Türchen. So. Haben wir hier so Dings. Und gehen wir jetzt hier lang. Da hat alles schon fertig, ne? Puh, alles schon fertig gemacht. So sieht das aus. Okay, das ist jetzt hier ein Amboss. Und das ist hier ein Gartenzaun. Und das ist hier da unten, damit ihr das auch bauen könnt, wenn ihr das bauen möchtet. Nee. Wo ist das jetzt hier? Da. Ein Fichtenzauntor. Oder ein dunkler Riss ist es. Ein dunkler. So. Dann haben wir das gebaut. So sieht das dann aus. Vom Weiten, ne? Und jetzt kommen die letzten Schornsteine und dann war es das schon wieder. Ich habe hier schon ein neues Projekt, weil ich ja gedacht habe, das war jetzt ein bisschen armselig, so ein kleines. Gut. Von da aus geht es ja, ne? Hier bauen wir noch was Schönes hin. Oder je nachdem da hinten. Ich habe noch zwei Vorschläge, beziehungsweise ich habe viele Vorschläge, aber ich habe jetzt zwei, wo ich sage, yo, die habe ich ja richtig Bock drauf zu bauen. So, jetzt machen wir erstmal hier die Schornsteine jetzt, die restlichen. Das heißt jetzt hier, machen wir jetzt hier eine Ecke da, diagonal einen dahin und dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann machen wir, wenn wir 5 gemacht haben, da einen hin. Den machen wir genauso lang. Ah ne, warte mal, ich muss erstmal gucken. Warte mal, wir müssen ja so Dinger bauen. Das heißt jetzt hier, die werden ja 5 Stück habe ich jetzt gemacht. Dann machen wir so ein Viereck daraus. Warte mal, so ist besser. So ein Plus, dann einen drüber. Ne, einen drunter. Warte mal, gucken, wie ich das gebaut habe. So, das, so muss es aussehen. So muss es aussehen. Wie habe ich das denn sonst immer gebaut? Warte mal, ich muss mal mit Dings gucken. Mit. Wo ist jetzt die Treppe? Kann man was sagen hier? Treppe. So, wo ist Treppe? Treppe. Die natürlich, die Steintreppe. So. So, jetzt noch einen Schluck trinken wieder. Ich habe heute Brand wie eine Bergziege. Lecker. So, jetzt geht's weiter. Also wir nehmen jetzt hier Steinstufe. Mal gucken, wie das damit ist. Warte, ich muss ja erstmal wieder sowas dahin knallen, ey, meine Fresse. So, Steinstufe. Ja, machen wir mit Steinstufe erstmal. Das sieht ein bisschen besser aus als mit den alleine Blöcken. So. Kann ich heute auch noch nicht mal ausdrücken. So, das heißt jetzt hier 1, 2, 3, 4 und dann einen dahin. Also ihr könnt ja bauen, wie ihr wollt. Das heißt nur, dass es hier ein bisschen Platz hat. Wenn ihr jetzt hier den gleichen müssen wir wieder dahin bauen. Das ist genau die gleiche Höhe. Und die sind ziemlich nebeneinander. So, da und dann da. So, dann haben wir zwei Stück. Und dann haben wir einen kleinen Popel da in der Ecke. Das heißt jetzt hier müssen wir natürlich wieder hier gucken. Machen wir hier einen Dreier. Und dann dahin, dorthin. Muss ja nicht ganz genau sein, wo ich die hinmache. Ihr könnt ja auch ein bisschen anders
machen, dass das nur halt so aussieht, dass das zwei gleich aus sind, hoch sind und einer ist etwas kleiner. So, jetzt nehmen wir noch ein bisschen, natürlich, hier muss noch ein bisschen dampfen. Da dampft es nicht, aber gut, wie man will, ne? Man kann es so lachen, machen oder so machen. Dampfen oder nicht dampfen, ich weiß es nicht. Also, dann sieht das so aus. Okay, jetzt machen wir einen hier, da wo das Fenster ist, genau hin. Das heißt, hier ist das Fenster. Dann gehen wir jetzt so in die Mitte. Und dann machen wir hier 1, 2, 3, 4. Und dann so lang. Gucken wir mal. So, jetzt nehmen wir hier die Steinstufe. Hauen den weg, die da rein. Und die andere Seite knallen wir den da rein, dass das hier so ein bisschen eine Kurve macht. Das wollte ich hier auch machen. Das müssten wir hier auch machen. Das sieht dann besser aus. So, und dann hier in der Ecke. Natürlich umgekehrt. Mann. So. Dann ist das noch so kurvig, ne? So, dann haben wir den. Dann müssten wir, ja gut, komm, machen wir noch einen länger. Das heißt, noch einen dahin. Und dann gucken, ob wir das, ja gut, das kriegen wir jetzt hier nicht so hin, dass wir die Dinger natürlich so bauen, dass sie dann so schräg einmal rum sind. Das kriegen wir natürlich nicht hin. Jetzt hier. So, warte mal. Die sind beide vorne. Warte mal, der Ding so rum machen. Oder nach hinten, warte mal. So, den nach hinten. Den nach hinten. Dann sieht das so aus. Ja, dann braucht man nur die vorne machen. Oder mal so runter. Den auch runter. So runter. Ja, wie man will, ne? Und dann kann man den wegmachen. Dann sieht das auch so ein bisschen, ja, genauso aus. So. Dann machen wir jetzt einen hier dorthin. Auch wieder egal. Könnt ihr einen hier so in der Ecke hinknallen. Da muss ein größerer hin. Aber auch nur mit einem machen wir den. Dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 machen wir da. Der ist ein bisschen höher. So, dann machen wir hier wieder. Gucken, ob wir. Ne, das muss ein bisschen so comic-mäßig sein. Man kann das auch hier so zumachen komplett, aber dann ist es ja, weiß ich nicht. Ist euch überlassen. Ich mache mal einen so. Das heißt, hier mache ich jetzt komplett die Dinger zu. Dann knall ich den da hin. Dann sieht es so aus vom Weiten. Mal gucken. So. Und dann könnt ihr euch überlegen, wie ihr das machen wollt. Entweder so oder hier mit den nur hier ein paar Stufen. So, jetzt muss er noch hier einen kleinen und noch einen größeren und dann war es das. Dann haben wir es geschafft. Das heißt, hier braucht er einfach nur irgendwo eine Ecke. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 machen wir. Und dann machen wir hier wieder so, ja, so ein Kreuzchen. Ach, komm jetzt. So, 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 tack, tack. Und dann kommt das letzte. Und dann haben wir es jetzt, ne? Dann haben wir die Mole fertig. Der kommt daneben irgendwie so. 1, 2, 3, 4. So einen kleineren. Da, 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 da. So, dann machen wir den hier weg. So, dann haben wir, glaube ich, alle Schornsteine, die da drauf sind. Ja, schon viele Schornsteine, ne? So sieht das aus. So sind die alle doof. Der ist schräg, der ist hier, der ist gerade, der ist da, der ist dort, der ist hier. So sieht das aus. Das. Ach, was ist das denn hier? Mein Laptop. Hat was gefunden. Muster. Teils. Ja, so. Dann fahre ich jetzt. Jetzt mache ich einen Durchlauf. Ein bisschen irritiert, weil ich jetzt nicht wusste, was ich jetzt hier. Also, so sieht das aus. Da machen wir jetzt keine Kante. Warte mal, jetzt mal gucken, ob wir noch ein bisschen hervorheben, ne? Das heißt, es ist nur eine weiße Kante. Na, das sieht man hier unten, sieht man das nicht. Einmal kurz hier gucken, wie es aussieht mit so einem Rand. Noch ein bisschen zur Geltung kommt, ne? Ja, und da würde ich so machen. Mit so einem Rand noch.
Das heißt jetzt, wir machen jetzt hier noch eine Nachstufe hier drum. Und dann. Wo ist das? Haben wir hier noch lang. Da, zack, fertig. So. Ja, jetzt müssen wir noch genau gucken. Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe und sage, so, jetzt habt das und dann, ne. So, das ist der große, das sind die drei kleinen, das ist hier das, das ist dort, das ist hier. Ja, dann war es das jetzt hier wieder, ne? Genau, dann geht die Straße nach da. Da muss ich Sand hin machen, da hinten ist ein anderes Gebäude. Ja, dann haben wir jetzt soweit die Mall fertig. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Und ja, jetzt müssen wir gucken, wie lange ich jetzt hier rumgepopelt habe wieder mit euch. Dann ist das halt eine kleinere Folge. Ja, 10 Minuten, was soll ich machen? Das hätte ich natürlich alles auch fertig kriegen können, aber die Zeit hatte ich letztens da nicht. Jetzt haben wir nur noch ein Stückchen mit 10 Minuten. Ja gut, mehr kann ich euch jetzt hier nicht mehr anbieten. Das war's. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder bei PlaySample. Aber ich baue jetzt noch was anderes dahin. Da hinten seht ihr das ja. Das lade ich dann aber erst hoch, wenn es komplett durch ist. Also habt ihr jetzt erstmal die Mall. So sieht sie aus. Ich hoffe, sie gefällt euch. Und viel Spaß beim Bauen.